Unbound, Worlds Apart. So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Unbound Worlds Apart, der sich Prologue nennt. So, ich habe schon ein bisschen rein probiert. Wir können hier kurz noch eine Kleinigkeit gucken. Das war's auch schon, was ich gucken wollte. Nein. Hallo? So. Das war's auch schon, was ich gucken wollte. Ich wollte hier eigentlich wieder Back sagen. Ich wollte bloß gucken, ob ich hier einen Controller ändern kann, aber das kann ich offenbar nicht. Wir fangen ein völlig neues Spiel an. Ich halte mich jetzt mal ein bisschen zurück. Oder auch nicht. Und wir legen los. Jupp, neues Spiel. So. Wir sind einfach nur wir und wir hüpfen ein bisschen durch die Gegend und folgen dem Wege. Ach, ist das alles schön hier. Tum-ti-dum-ti-dum. Was ist denn hier unten? Wasser. Schön, schön, schön. Gut, wir flitzen ein bisschen weiter. Wir sehen hier ein paar Priester oder irgendwie sowas. Wir sind scheinbar irgendwelche Magier. Wir können hier mit einem reden. Oh, Soli, da bist du ja. Die Zeremonie wird in einer Minute beginnen und wir können deinen Bruder noch nicht finden. Ich bin mir ziemlich sicher, er ist hinter der Wand und sucht nach Kräutern. Er war bisher noch nie zu spät zu irgendwelchen Ritualen. Könntest du ihn bitte finden? Und also hilf uns mal bitte, damit wir anfangen können. Wir können mit der Inkarnation nicht ohne ihn beginnen. Okay. Dann flitzen wir mal weiter. Da können wir den Hebel umlegen. Mit den Fuzis kann ich nicht reden. Also schmeißen wir mal den Hebel um. Rennen eine Runde raus. Hüpfen aufs Wasser oder auch nicht und schieben den Stein und laufen einfach gemütlich weiter. Unbound, Worlds Apart. Okay. Also zurück kommen wir nicht. Wir müssen offenbar wieder zurück. Also vorkommen nicht. Wir müssen offenbar wieder zurück. So rum war's. The portal. It's pure evil. Those accursed abominations have seeped into our world. Das Portal, es ist reine Boshaftigkeit. Diese verfluchten, unaussprechlichen Widerwärtigkeiten sind in unsere Welt hineingedrungen, geflossen. A few of our people managed to escape. Einige unserer Leute waren in der Lage, dem Angriff zu entkommen. Finde sie, Soli. Finde sie, bevor es zu spät ist. Ich werde... Okay, ich würde gerne weiterlaufen. Kommt der hier raus? Der kommt hier raus. Oh. Da sind wir hier irgendwo runtergefallen. Da wollte ich nicht hin. Press X to toggle the portal. Ich wollte eigentlich nur von ihm weglaufen.
Okay, mit diesem Portal können wir halt wieder zwischen zwei Welten hin und her schalten. Das kennen wir ja schon ein bisschen aus anderen Spielen. Okay, dann würde ich hier mal eine Runde warten. Können wir hier weiterschieben. Und hier noch ein bisschen weiter. Und hier noch ein bisschen weiter. Und hier noch ein bisschen weiter. So. Kann man hier hochhüpfen. Kann man hier rüber hüpfen. Okay. Gehen wir hier rüber. Und hier. Wunderbar. Ah. So will ich dich gerne mitnehmen. Genau. Zack, zack und auf Wiedersehen. So, und hier hätten wir einen Wächter. Oh, Soli, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Du bist immer noch lebendig und es geht dir gut. Wir haben diesen verzauberten Platz gefunden, als wir versucht haben zu entkommen. Aber die Magie sieht so aus, als ob die Magie hier verboten ist. Hier, nimm diese Karte. Ich bin mir sicher, dass sie dir helfen wird, dich auf deiner Reise zu weisen. Oder dir den Weg zu weisen. Ich glaube, dir ist bereits aufgefallen, dieser mysteriöse Monolith hinter mir. Es scheint nicht so, als ob er eine Gefahr darstellt. Zumindest bis jetzt nicht. Aber wir müssen trotzdem wissen, was hinter dieser Tür liegt. Wir können uns nicht sicher sein. Aber es könnte den Schlüssel enthalten, der uns dieses gesamte Desaster erklärt, das über uns gekommen ist. Der Schlüssel zu dieser Tür ist vielleicht in zwei Teile zerbrochen. Ist in zwei Teile zerbrochen. Die beiden Teile sollten hier irgendwo sein. Wirst du nach ihnen suchen? Es bleibt mir offenbar nichts anderes übrig. Der Wächter redet wieder nicht mit uns. Da haben wir Lian, da können wir hochklettern. Ach, okay, wir sind hier noch im Magier-Dingsbums. Ah, du hast mich erschreckt. Ich bin so gefangen von diesem Buch und versuche mehr über diese uralte Struktur hier herauszufinden. In meinem Kompendium sagt es irgendwas von wegen Schnellreisen und so. Ich frage mich, wie das funktioniert. Vielleicht finden wir ja noch mehr. So. Okay, hier kann ich das Portal offenbar nicht wieder benutzen. Ich könnte hier natürlich Y probieren. Geht auch nicht. Momentan zumindest noch nicht. Und dann laufe ich mal nach da unten. Hüpfen hier rüber. Ja, da hinten könnte es weiter nach oben. Oben gehen. Okay, dann geht's vielleicht nach da unten. Ich würde jetzt allerdings dann erstmal nach oben gehen. Einfach um rauszufinden, was da oben ist.
Oder geht's da regulär weiter? Oh. Offenbar geht's da oben weiter, deswegen würde ich eigentlich mal hier hinten runterspringen wollen, um rauszufinden, was dort ist. Verharre oder verweile, um die Schatten zu sehen. So. Die Schatten, die uns umgeben. Das ist natürlich auch cool jetzt hier gerade. Okay. Ah, okay, der kommt da hinten nicht raus. Das heißt, ich muss den Dinger hier zurückziehen. Okay, das ist nicht so gut. Okay, das ist auch nicht so gut. Ah, okay. Das heißt, ich kann dich hier rüberziehen. Nein, ich muss dich komplett reinschieben. Ich muss sie noch weiter reinschieben. Zack. Okay, der sieht mich jetzt. Okay. Was ist hier unten? Nichts. Also ich glaube, ich sollte hier fast noch gar nicht sein. Ich glaube, ich sollte hier später hinkommen. Okay. Richtige Kombination, Assoziation gehabt.
Okay. So. Da oben ist wieder einer von diesen Mönchen. Autsch, autsch. Bam, badam. Bam. Ups. Also. Naja, fast. Aber das wäre eh falsch gewesen, weil das Licht ja schon wieder zu war. Heieiei. Das ist ja ganz schön heftig hier. Okay, wir gehen mal in die andere Richtung. Zum Gucken, wo wir da hinkommen. Bin ich da runtergefallen oder bin ich von da gekommen? Ich weiß nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Nee, ich bin irgendwo runtergesprungen. Genau. Gehen wir mal da lang. Autsch. Hauer, hauer, hauer. Also, ich muss quasi springen. Nee, ich muss springen, wenn er runterfällt, nicht wenn er aufgekommen ist. So. Bam. Bam. Zurück vielleicht ein bisschen früher. Zack. Zack. Ah. Okay, alles sehr grenzwertig. Okay, also, er fällt. Also springe ich jetzt. Okay. Wunderbar. Und er fällt, er fällt, er fällt. Gott sei Dank. Ich hoffe, ich muss ja nicht nochmal einen holen. Okay. Ein Fragment mit etwas seltsamer Energie. Okay. Das heißt, ich darf jetzt wieder zurückgehen. Ich hoffe ja, ich behalte den. Okay, er fällt. Okay, und das Fragment habe ich noch. Das ist gut. Das heißt, ich muss da hier nichts mehr machen. Was ich allerdings noch machen muss, ist dieser Mönch. Autsch. Autsch. Okay, also Licht ganz weit. Puh, bram, bam, bram, bam, bram, bam, bram, bam.
Also ich muss springen, wenn die beide fallen. Ram, ram. Verdammt. Hat fast geklappt. Upsale. Okay, also nochmal. Licht voll aus. Kann das nicht andersrum sein, dass ich bei dem einen ein bisschen warten kann? Ey, wie gesagt, wenn ich ja auf dem... Das ist echt hart. Upsale. Das ist ja auch. Okay, Ungeduld ist kein guter Ratgeber. Pam. Pam. Also, wenn sie beide fallen. Wunderbar. Drücke Y, um zu sprechen. Oh, Soli. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ich konnte keinen Weg zurückfinden. Hör mir zu, Soli. Ich bin sehr alt. Und ich habe niemanden, dem ich das erzählen kann. Niemand hat bisher jemals die Zeremonie ruiniert. Okay. Also. Das war wahrscheinlich einer von den Mönchen, die wir haben retten sollen. Und jetzt können wir das Portal nutzen. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Da oben ging es noch weiter, genau. Da hinten wäre auch wieder so ein Würfeldingsbums. Hier waren wir auch. Da hinten wäre es eh nicht weitergegangen. Okay, so, das heißt, wir würden hierher zurückreisen. Und dann kommen wir hier wieder raus. Sehr gut, Soli. Du hast ein Fragment gefunden. So eine enorme Kraft. Wir brauchen noch ein anderes Fragment, um die Tür zu öffnen. Schau dich ein bisschen um. Okay. Gut, also dann würde ich sagen, geht's da hinten weiter. Wir sind ja jetzt gerade eben nach unten gegangen. Ich glaube, das war das schwierigere Teil. Eigentlich hätten wir nach oben gehen sollen, für den Anfang. Aber das soll uns ja nicht stören. So, dann hüpfen wir fast darüber. Zum Glück ist es eine magische Person, die nicht so ohne weiteres stirbt, sondern rekapituliert, regeneriert wird. Und drücke X, um das Portal zu aktivieren oder deaktivieren. Upsale. Upsale. Also, hier rüber Portal. Hier hoch Portal, Portal. Zweimal, nicht dreimal. Rüber Portal. Upsale. Hier hoch, Portal, Portal. Sage mal. Hier rüber Portal. Hier hoch, Portal, Portal. Hier rüber Portal. Hier hoch, Portal. Nein, zweimal, genau. Hier hoch, Portal. Hier rüber Portal, Portal. Wunderbar. So, hier runter, rüber, Portal. Kann ich hier... Oh. Ich wollte gerade sagen, weil da unten... Nochmal. Zack, Portal. Zack, zack. Zack.
Zack, zack. Okay. Zack, zack. Genau, hier hinten geht's ja irgendwie weiter. A secret place. Da können wir einfach weiterlaufen, offenbar. Und finden eine weitere Person. Oh, Soli. Wir haben uns verloren oder verlaufen nach dem Angriff. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich wünsche dir alles Gute. So. Autsch. Super. Gehen wir hier an die Lianen ran. Sagen hier mal, hey, okay. Dann hüpfe ich da an die Lianen ran. Kletter ich mal hier nach oben. Und dann würde ich hier mal schauen. Und da mal schauen. Was haben wir hier? Oh. Können wir hier durch? Können wir dich mitnehmen? Nein. So, wir hüpfen mal hier rüber. Alles klar. Und dann... Oh, da ist eine Wand. Da machen wir das mal... So. Wunderbar. Und die Viecher werden ja durch Environmental Stuff getötet. Super. Also, können wir hier rüber hüpfen und hier weitergehen. Und wir haben ein weiteres Geheimnis gefunden. Da bist du ja. Ich wurde hier von einer bösartigen Kreatur gefangen gehalten. Du hast es geschafft. Du hast mich gerettet. Ich werde dir ewig dankbar sein. Die Zeremonie. Irgendwas ist schrecklich schiefgelaufen. Ich denke, die Inkarnationen waren nicht so wirklich richtig. Gut, dann hauen wir hier auf jeden Fall wieder ab. So. Und dann würde ich springen. Darf ich den Scheiß schon wieder machen, ey. Meine Fresse, Alter. Zack, zack. Wunderbar. Hier einmal hochhüpfen. Hier rüber. Und dann können wir hier hochklettern. So. War hier noch was? Nee, hier war nichts. Können wir hier rüber hüpfen. So, da sind Lianen. Da wollte ich noch gucken. Gibt es hier noch irgendwas? Nö, das war hier oben. Dann gibt es da auch nichts mehr. Dann können wir da ja weiter rüber. Wunderbar. So, da hinten gibt es Lianen, an denen können wir hochklettern. Sehr schön. Oh. Da gibt es den Wegpunkt. Da können wir theoretisch hierhin zurück. Oder auch wieder davor. Super. Und dann gehen wir mal zu dem und reden mit ihm. Endlich ein vertrautes Gesicht. Dieses Portal hält eine mysteriöse Macht. Okay. Bitte pass auf deinen Kopf auf. Wir wollen nicht, dass du dir wehtust. Mit der Kraft des neuen Portals findest du vielleicht das andere Türfragment. Sieh dich ein bisschen um. Oder sieh dich hier ein bisschen um. So, dann können wir hier nach oben. Aber was mich jetzt halt mal interessiert ist, wo geht's denn da hin? Okay, da kommen wir nicht rein, sondern höchstens raus. Okay. Da ist ein Schalter. Mit dem komme ich da wahrscheinlich nach da drüben. Ah, okay, zeitlich. Ich habe gerade überlegt, ändert es was, wenn ich das Portal ausmache? Auf
offenbar nicht. Okay. Also, zack, zack, zack. Und rüber. Und hopp. Und durch. Wunderbar. Autsch. Okay. Gibt es hier unten wieder ein Geheimnis? Nein. Okay. Dann weiß ich es fürs nächste Mal. Aber da gibt es ein Geheimnis. Hihi. Sobald das Portal geöffnet ist, sind alle Kreaturen hereingedrängt. Oder hereingestürmt. Was ist mit deinem Bruder? Hast du ihn gefunden? Oh, und ich habe alle vermissten Bürger gefunden. Das ist doch schon mal gut. Da freue ich mich ein bisschen. Dann flutschen wir mal darüber und gehen hier rüber. Zack, zack. Gehen hier rüber. Können dahin gehen. Was ist mit dir? Ah, okay. Groß und langsam. Dann flitze ich mal darunter. Tschüss. Okay, und hier habe ich einen neuen Speicherpunkt. Okay, die sind also dann langsamer. Okay, das heißt, ich muss da unten lang. Okay, das war zu. Das war zu. So. Dann gehen wir hier hoch. Und da wieder zurück. Und hier hinten gibt es noch was. Okay, hier müsste ich dann raus. Hier kann ich Dichte aktivieren. Ah. Na, fast. Na, fast. Na, fast. Okay, das ist pfiffig. Nein, zack, zack. So. A fragment with some strange energy. Energy. Also ein Fragment mit etwas seltsamer Energie. So, und dann müssen wir hier halt raus. Also. Zack, weg hier, hoch hier, rüber. Und hier wieder runter. Bam. So, Oli, du hast das Fragment gefunden. Bring beide Fragmente zu dem Monolithen und öffne die Tür. Also düsen wir schnell travel-mäßig wieder zurück. Bam. Und wir reden nochmal mit dem Fuzzi, weil wir ja alles mitnehmen wollen. Ja, bring beide Fragmente zu der uralten, zum uralten Monolithen. Ich werde dort sein. Wir speichern. Liane. Portal können wir hier nicht mehr nutzen. Wir düsen weiter. Wir sind beim uralten Monolithen. Können wir hier uns noch ein bisschen umgucken, bevor wir die Sache beenden? Ja, mit dem konnten wir auch noch reden. So vieles zu entdecken hier. Da hinten gab es nichts mehr. Okay. Hier gab es dieses Portal. Der war ein Stein. Gut, ich denke... Ah, puh. Jetzt muss ich ja wieder. Ganz verpeilt. Obwohl, wenn wir dann eh schon hier sind, dann können wir ja nochmal zurückgehen. Ah, okay, gut.
Das macht dann nicht wirklich Sinn. Nee, komm, wir lassen das. Wir hauen hier einfach ab. Wir gehen durch dieses Portal und auf Wiedersehen. Und dann beenden wir, was wir begonnen haben. Und geben diese Schlüsselfragmente an diesen Mönch. Sehr gut, Soli. Nun können wir endlich den Schlüssel zurück zusammenführen. Und nun öffne diese Türen. Betätige Y, um den Turm zu betreten. Dann betreten wir doch mal den Turm. Drücke Y, um diesen, um den Hub wieder zu betreten. So, wir laufen weiter und finden hier einen Übermönch. Soli, mein liebes Kind, du bist wahrlich unsere letzte Hoffnung. Aravan hat mich hier eingesperrt. Jetzt ist es an deiner Reihe, die Reise fortzusetzen und ihn zu besiegen. Ach ja, ich bin alt und fühle mich geschwächt, aber ich kann dir mein Wissen anbieten. Du musst ihn besiegen, Soli. Du musst ihn besiegen. So, und das war dann die Demo von Unbound Worlds Apart, dem Prolog. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Mir hat das Spiel eigentlich ganz geckig gefallen, ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich noch keine Controller-Unterstützung habe. Aber nichtsdestotrotz hat es mir echt gut gefallen. Ich fand es, wie gesagt, geckig, hat Spaß gemacht. Schöne Stimmung. Errungenschaften habe ich alle erreicht. Ihr habt nicht alle gesehen, weil ich halt schon beim Anspielen ein paar mitgenommen habe. Jo. Gut, das war's von heute für heute mit Spiel die Demo, Unbound Worlds Apart, Prolog. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine tolle Zeit und auf Wiedersehen.